unstoppable force, pale horse riding in town. Yeah. He set and sail with the object to fail. You can bet I'm gonna break it down. And we all feel gay when Daddy is marching home. Sehr gut. Ja. Also, beim letzten Mal, oder? Das klappt. Ja, das ist, wir wollen ja irgendwann anfangen, nicht wahr? Ja, aber ich habe geguckt, egal was ich sage, ob ihr dann einfach anfangt, irgendwas zusammenzufassen. Genau, beim letzten Mal. Mach mal los, meiner. Wer, ich jetzt? Ich habe doch ja schon beim letzten Mal gesagt, das muss jemand anders zusammenfassen. Sprich jetzt! Also, wir sind beim letzten Mal ziemlich cool gewesen. Insbesondere. Weißt du nicht mehr. Nee, wir waren generell. Wir reden von uns, also waren wir ziemlich cool. Point. Das ist so: Punkt, Ende, Aussage ist getätigt. Und es duldet auch keinen Widerspruch. Wir haben Datenchips gefunden. EPIA, in der Butze von der alten. Wir wissen aber noch nicht, wo die alte ist und wir wissen noch nicht, wo das Auto ist, was wir ja theoretisch suchen sollen für Igor. Kurze, wo wir dann beim Anfang, du hast gesagt, in der Butze von der alten, ne? Ich glaube. Das stimmt ja auch. Ich hatte das nur für einen Moment, habe ich mir gedacht, Moment mal, also ja, war irgendwas ganz anders, als ich das in Erinnerung hatte. Ja, weil du wahrscheinlich von uns eigentlich wolltest, dass wir bei dem blöden Rechtsanwalt, wo sie da gearbeitet hat, nee, Steuerberater, keine Ahnung, wo sie da gearbeitet hat, einbrechen, weil wir wussten, dass in ihr Büro eingebrochen worden ist, weil vermutlich vermutet wurde. Wir wussten wir schon, wer da war? Ich glaube ja, ne? Wir wussten schon, wer unser Gegenspieler ist. Ja klar, die andere Bori. Ja, genau. Aber deswegen habe ich das nicht falsch verstanden. Ich habe das deswegen falsch verstanden, weil ich gehört habe, in der Fotze von der Alten. Und da dachte ich mir, was war denn eigentlich letzten Montag? Ach so. Nee, wir haben die Fotze von der Alten noch nicht gefunden. Das stimmt. Der Spielleiter wünscht sich heimlich eine Geschlechtsumwandlung. So oft wie er damit umgeht, kann es gar nicht heimlich sein. Ja, manchmal streitet er es ja schon noch ab. Na gut, dann lassen wir sie mal in ihrer Illusion. Es. Ich möchte ihn auch weiterhin bitte als er tituliert werden, ja? Danke. Ach so, okay. Es. Das ist abwerten, das finde ich nicht okay. Ich schon. Ist die Imperativform von Essen. Nein, das ist Is. Ich weiß. Das weiß ich, aber. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich finde das so super. Das sagen die hier nämlich in der Gegend immer. Yep. Das ist die Abkürzung für elitärer Spast. Ja. Spieler, nee, du musst jetzt sagen, viel Spaß und bleib geil. Also, die hier, mach das mal. Ihr seid immer noch in der Butze. In welcher Butze? Na, von der alten. Echt, sind wir da noch drin? Haben wir da Schluss gemacht? Na klar, haben wir da Schluss gemacht. Warum? Weil es spät war. Ach, wieso machen wir an so einer bescheuerten Stelle Schluss? Weil es völlig irrelevant ist. Ihr könnt doch jetzt eh nichts zwischendurch machen, oder hättest du. Also, ich meine. Na, jetzt müssen wir noch fliehen. Von dem Einbruch. Also. Ja. Also, wir haben die Datenchips gefunden. Wir nehmen die Enterhakenkanone und springen aus dem Fenster. Also, wir machen den Pitchen-Shaming. Wir machen den Pitchen-Shaming. Einer von euch war nicht mit dabei und ich glaube, es war
Kaban. Ich glaube nicht. Doch, du hast die Leiche zersägt. Oh, stimmt. Haha, richtig, ich war gar nicht dabei. Wir machen den, sag mal was. Vogelgrippe schämen. Der wäre dann ja toxisch. Nein, Krankheiten sind was ganz Natürliches und damit eigentlich voll mit schamanistischem Scheiß vereinbar. Wer ist hier Schamane? Der Pigeon-Shaman offensichtlich. Stimmt. Das steht da im Namen. Was. Dann ist es halt der Boeing 747-Shaman oder so. Oder der Nokia-Shaman. Na Jutti, also ihr seid übrigens immer noch in dieser Butze. Ja, wir wollten bestimmt gehen. Würde ich auch sagen. Na dann verpisst euch, ihr hässlichen Schweine. Ja, wir verwischen unsere Spuren. Falls du dich erinnern darfst, in der Bude sahst du... Ja? In der Bude sahst du aus, als wäre da frisch eingebrochen worden, weil da über viel umgeräumt wurde und ausgeräumt und umgekehrt. Ich weiß nicht, ob du die Spuren mit verwischen willst. Nee, die nicht. Nur, dass ich da war. Ich möchte ja, dass andere die Schuld dafür bekommen. Gut, das wird unmöglich sein. Okay. Das interessiert wahrscheinlich niemanden. Wir wissen nur, wir waren klug, die waren dumm. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben, die haben es nicht gefunden. Vermutlich stehen sie jetzt vor der Tür und wollen es uns abnehmen. Wie immer eben. Ja. Ganz rein zufällig. Toodaloo Kangaroo. Ab geht's. Wir fahren zurück. Jo. Sie? Kaman kriegt eine Nachricht, wo er ist. Ich lade gerade in einem dunklen Haus, in einer Ghoul-Gegend, Dinge in eine Ecke. Pfeif dreimal, darauf sind die konditioniert. Es ist, glaube ich, jetzt so am Tag, dass die jetzt nicht rauskommen. Und es wäre bestimmt klug, das nicht in die dunkle Ecke direkt zu schmeißen. Ich meine. Ja. Ja, das war mir schon klar. Also in so einer Ecke, die halt, wo man weiß, die ist halt so schattig. Man weiß aber, dass man, dass dahinter kein Ghoul sein kann, weil die Ecke da vorbei ist direkt. Wenn die Ecke rund ist, meinst du? Genau. Und halt einsehbar ist komplett. Aber die halt einsehbare Ecke, von der habe ich doch schon mal gehört. Oh Mann. Nein, du meinst, du haust die Leiche irgendwo in Dreck. Also das, was davon übrig blieb. Ja klar, schon. Also so, dass man die aber nicht von der Straße aussieht, wenn da jemand mal zufälligerweise vorbeifährt. Also du packst sie in eine Mülltüte. So ungefähr. Du musst das Auge rausnehmen und drauftreten, dieses Geräusch lockt Ghule an. Vielleicht ist es auch der Geruch, weil sie sehr starke, hier du weißt schon, olfaktorischen Shit haben. Ich finde das Geräusch besser. Ich bin nicht Jojo, ich bin nicht wahnsinnig. Das stimmt. Niemand ist hier wahnsinnig. Allenfalls Vogelglück. Du kriegst übrigens eine Nachricht von Jojo, wo du bist. Habe ich vergessen. Ja. Das hatte er doch schon geantwortet. Er steht in einer runden Ecke. Das hat er bestimmt nicht geschrieben. Ich schreibe ihr zurück, bring gerade den Müll raus, bin gleich oben. Habt ihr das gehört? Hallo? Yo. Gut. Nee, das hört sich so, ihr reagiert ja darauf nicht, deswegen habe ich mir gedacht, oh. Soll ich jetzt schreiben, sei vorsichtig? Trenn den Müll gut? Nein, nein. Achte auf den grünen Punkt. Du hast doch schon wieder getrunken, gibt's doch. Nein, tatsächlich nicht. Gut, nachdem ich dann den Müll rausgebracht habe, fahre ich dann wieder nach Hause und bewege mich zur Dusche. Denn es ist anstrengend, eine Leiche zu zerkleinern. Jodi, erstens könnt ihr mir alle mal... Willenskraft Konsti schmeißen. Zweitens... Nachrichten. Horizon macht den klitzekleinen Bericht. Warte, kurz bevor ich jetzt würfle, kriege ich Krankheit dazu oder nicht? Du kriegst nichts dazu, wieso sollst du das dazu kriegen?
Weil ich weiß, was dieser Wurf soll, deswegen... Das ist kein Schadenswiderstand und Körpern bei Krankheiten hast du eh nur 6 Würfel, also passt schon. Mhm. 6 plus 3 oder 7 plus 3? Ohne Knochen. Okay. Alles klar. Also, Kaban ist übel wach. Ihr anderen beiden eher so mittel. Zweitens, diese Nachrichten, von denen ich sprach, dieser klitzekleine Bericht, es ist so aufgemacht von wegen, dass, um es mal kurz zu fassen, Florina macht den alten Sack ganz schön fertig. Viele kleine Straßenwohr sind übergelaufen von ihm oder tot. Viele Kontakte verheizt. Und ihre Leute haben noch richtig Bock am Blutbad. Die Konzernwohr sind ja aus irgendeinem Grund am Arsch. Und seine Matrix-Leute wurden, also da gab es wohl mehrere Bömmchen und mehrere Schlachthäuser. Also das waren noch keine Schlachthäuser, aber die kann man jetzt als solche benutzen. Und der scheint laut Horizon ganz schön in den Arsch gefickt. Ja, Jojo lädt Xu auch irgendwo erstmal ab und geht sich auch mal kurz frisch machen oder sowas. Muschi Tücher. Hey, die ist doch bei sich zu Hause. Ach so. Ich gehe Energy Drinks kaufen. Sehr gut. Sie geht duschen oder sowas. Das ist das einzige Seda-Produkt, was in Moskau geduldet wird, ist ja der Energy Drink Lofwürs Odem. Ich sag dir, das macht wach wie nix. Lofwürs Hoden? Odem! Naja, ich würde mal sagen, dann kaufen wir mal 10 Stück. Mmh, die sind richtig lecker auch. Mit Amphetamin, sagst du? Nein. Aber, die haben auch, also danach wird der auch echt warm, sag ich mal. Was auf der Verpackung steht, das stimmt dann auch. Und die Pumpe ist ordentlich am Arbeiten. Das ist der einfachste Weg zu testen, ob das Herz noch gut funktioniert. Wenn du es aushältst, ohne einen Kreislaufzusammenbruch zu kriegen, alles cool. Wir würden mal kurz sehen. Naja, ich würde trotzdem sagen, ich trinke einen davon. Klar. Ich meine, du weißt ja, dass du fit bist, von daher kann man das schon mal machen. Bist auf jeden Fall dann für die nächste Zeit gut wach. Ja, irgendwie muss man ja, ne? Klar. Und notfalls hat man ja noch 9 auf Lager. Das stimmt. Ja. Es dauert alles ein bisschen. Wir müssen das nicht in Echtzeit abwarten, keine Angst. Okay. Okay. Dann, ich weiß nicht, also Julia ist dann zu Hause und dann dementsprechend kriege ich das mit, dass sie zu Hause ist. Sehr gut. Dadurch, dass du dass du Xu irgendwo rumflitzen siehst, vermutlich irgendwann wieder, weißt du, dass die da sind, ja. Jo. Na, du. Habt ihr was gefunden? Glaub. Erfolgreich Jagd gehabt. Wir haben ein bisschen was gefunden. Na, dann lass mal schauen. Ich glaube, das hat alles Jojo. Na, wo ist die? Keine Ahnung, ich habe sie vorhin abgeladen hier. Ja. Ah, hi. Sie kommt gerade aus der Küche und hat 3 Becher in der Hand. Und das sieht aus wie irgendwas. Es ist ein wunderbare Sahnehaube obendrauf. Und darüber ist Karamellsoße gegossen und Schokosoße und bunte Streusel. Sie stellt es jedem von euch hin. Ja. Danke. Bitte, guck dich ein bisschen irritiert an, so. Hey. Alles gut? Schon lange nicht mehr von dir gehabt. Sehr gut. Schön. Wir haben auf jeden Fall was gefunden. Und das ist so knapp. Wir wissen aber noch nicht, was drauf ist. Das müssen wir erst noch gucken gehen. Am besten zusammen. Ja, dann. Sie sitzt auf dem Sofa und baumelt mit den Füßen. Gut, dann, zeig mal her, was du hast. Sie hat sich wieder so ein Billig-Comlink geholt und stopft den Datenchip da rein. Also, ich habe bestimmt letztes Mal gesagt, ein paar Datenchips.
Ich präzisiere. Zwei. Es sind fünf. Oh. Aber der eine sieht ganz besonders aus. So, dass er auch nicht in euer Comic reinpasst. Was? Muss ich erst einen Adapter bauen? Also, du wüsstest nicht genau, wie das... Also, da müsste man erstmal gucken. Was ist das denn für ein Scheißteil? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die will mich outsmarten, die blöde Kuh. Das kann ich nicht abschminken. Und in welcher Firma ist sie denn tätig? Na, bei diesem, was hatte ich gesagt, Dingstypen hier. Wie heißt es denn gleich? Ich weiß nicht mehr, ob es ein Anwalt war oder ein Steuerberater, aber eins. Nee, das war doch hier ein Steuerberater. Ja, aber welcher? Ja, Steuerberater. Hier, der hat Steuerberatung Gravotschnik oder was ich weiß, irgend so ein Dude halt. Keine große Firma. Und auf dem Datenchip prangt auch nicht das Emblem eines Konzerns oder so. Ja, ich meine ja, so großen Konzerne haben ja ihre proprietären Dateisysteme. Das mag alles sein, aber die könnte Jojo mit Hardware genug kennen und Didi mit Hardware genug auch, und das ist keins von denen. Also kommt mir nicht bekannt vor irgendwie. Gar nicht. Dann auch nicht im asiatischen Raum. Nö. Dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, was auf den anderen Datenchips drauf ist, und gucken in dieser Zeit gleichzeitig, was es mit diesem komischen Ding auf sich hat. Wenn das alles nichts bringt, dann muss ich vielleicht nochmal ganz kurz nachfragen gehen bei unserem Schlosser, Hausschlosser. Ich kann schon mal sagen, das ist Hausschlosser. Das hier ist auf jeden Fall nichts Asiatisches. Hätte ich gesehen. Es ist ja auch nicht gelb. Alter, war der flach. Hallo? Sie guckt runter auf ihre Brüste. Bist du was anderes von mir gewöhnt? Ich glaube nicht. Ja, wird das jetzt nochmal was oder was? Oder wie oder wo oder wer will irgendwer den Anfang machen, oder wartet ihr jetzt, dass ich mich bewege? Sieht so aus. Stopft den Chip rein. Jotti, weißt du denn, wie es 2000 Meter unter dem Meeresspiegel aussieht? Unter dem Meer. Da singen Fische und Meerjungfrauen. Mhm. Sicher. Und es ist schwarz. Ich sag mal, willst du es erfahren? Da sind vegetarische Haie. Was? Weiß nicht. Das ist doch eine Lüge. Bestimmt. Da gab's locker mal ein Matrix-Spiel. Das müsste aber 20.000 Meilen unter dem Meer heißen. Mhm. Ich gucke. Also auf den Datenchips, da sind Unmengen Informationen zu, du weißt schon, der Tiefsee, dem Ozean, den Wunder der Entstehung des Kacklebens im Wasser, Kochbücher, Modezeitschriften. Die Kochbücher gucke ich mir an. Wow. Modezeitschriften. Die Modezeitschriften lege ich Kabern ans Herz. Ein paar Flyer und andere Informationen zu verschiedenen Zwinkerclubs und Erfahrungsberichte und so ein Zeug. Zwinkerclubs? Bedimmt. Ich habe das gerade wirklich verstanden. Ich brauchte eine Minute, bis ich wusste, worum es geht. Ja, ich weiß. Fantasievolles Paarleben. Also, und auf dem einen ist irgendein Mietvertrag bei einer Bank in Donskoy über so ein Schließfach. Und das ist wohl sichert durch einen speziellen Datenchip und ein Textpasswort. Aber nicht an eine Person gekettet. Ah, I see what the Datenchip is for. Ah, okay. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur noch rauskriegen, was dieses komische Passwort ist, aber das wird sich doch hoffentlich auch irgendwo versteckt in einem dieser Datenchips befinden, und dann müssen wir nur noch irgendwie hoffen, dass die jetzt nicht ein, ich gebe mal dreimal mein Passwort falsch ein und danach muss ich leider den Administrator kontaktieren, weil ich ein Pussyverein bin oder so, Dings ist. Also in dem Mietvertrag steht, du hast einen Versuch. Das dann ist Datenbombe? Nee, also das ist dann so. Du sagst dann, guten Tag, hier ist mein spezieller Datenchip, ich möchte mein Schließfach. Dann sagen die, oh, das ist ja schön, dass sie da sind, möchten sie auch gleich einen Blowjob oder so? Dann gehst du mit runter in den Keller. Dann sagt die, hier, das ist das Schließfach, das wissen sie ja bestimmt, und dann gehe ich jetzt mal hoch und lass sie mit dem Ding alleine, wa? Sagen was sie einfach, mit meinem Blowjob? Sagen sie einfach Bescheid. Ach so, dann kommt mal Hose runter, zack, zack, zack. Lecker, lecker, lecker. Wir haben irgendwas zwischen Zehen kleben jetzt, auf jeden Fall.
dann hast du da ein Textfeld, also ein Tastaturfeld mit Zahlen und Sonderzeichen und auch Buchstaben tatsächlich. Und dann kannst du da was eintippen. Und wenn das richtig ist, dann geht das Ding auch auf. Und wenn das nicht richtig ist, dann wirst du freundlich ins Büro geleitet. Und dann wird erstmal verifiziert, ob du das vielleicht vergessen hast oder ob du vielleicht der schlimme Finger bist. Ah, okay. Und dann gibt's auch keinen Blowjob mehr. Da drin ist also die Tasse Zucker, die ich mir schon so lange leihen wollte. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ja. Also, wenn wir es verkacken, ist es ein Banküberfall. Ja, das kommt drauf an, wie du dich dann rausreden kannst, sag ich mal. Hallo, ich wollte mir doch nur eine Tasse Zucker leihen. Und vielleicht ein bisschen Mehl. Und vielleicht noch das Eier. Geld. Okay, dann gucken wir uns jetzt am besten die anderen Datenchips an und Jojo stopft die jetzt einen nach dem anderen rein und guckt mal kurz, was da drauf ist. Ja, das, was ich gesagt habe. Ich meine, du kannst ja nicht all diese Literatur mal eben schnell durchgucken. Das braucht ja Zeit. Dann lese ich jetzt und dann kriegt jetzt jeder ein Ding. Ich nehme die Modemagazine. Ich nehme die Kochbücher. Vielleicht lerne ich noch was. Dann solltet ihr vielleicht tauschen. Dann sollte er die Kochbücher nehmen und du die Modemagazine. Ich kann kochen. Was hältst du davon? Leider ist es nicht ja so, gut, dass jedem von dem Datenchip quasi ein gemischtes Verhältnis dieser Dinge innewohnt. Das kann man ja gar nicht gut teilen. Die hat keine Ahnung von Datensauber, also hier von Datenstruktur. Vielleicht ist das auch einfach Absicht. Na gut, dann krieg ich jetzt wieder einen, du kriegst den, ich krieg den. Alles klar, los geht's. Da bleibt übrigens noch einer übrig, aber das ist ja dann der Erste, der fertig ist. Jawohl. Wisst ihr denn eigentlich, wie spannend die Tiefsee ist? Anscheinend. Falls nicht, kommt das daher, dass sie nicht spannend ist. Sagen Sie. Und die Modeansprüche einer Mitvierzigerin sind noch nicht ganz beige. Aber ich sag mal, Spannendes ist er auch nicht dabei. Nicht mal Nacksche. Und die Halbnackschen sind jetzt auch nicht sehenswert. Aber wenigstens die Kochbücher sind... Naja, also ich meine, die kocht nur mit Zollpampe, von daher sind die auch echt ziemlich nice. Oh, ist das spannend. Das macht so Spaß. Zum Glück ist wenigstens einer von euch richtig... Ach, scheiße, zwei von euch richtig wach. Was ist eigentlich in diesen Getränken, Kakao oder Kaffee? Es ist schon Kaffee drin, aber mit Koffeinzusatz. Es ist schon Kakao drin, meine ich, aber mit Koffeinzusatz. Und Marshmallows unter der Sahne, die vermutlich jetzt halb geschmolzen sind. Na gut, da habt ihr jetzt wenigstens richtig viel Energie. Schmeckt geil. Vermutlich Boah. Wie eine Tonne Marzipan im Mund. Geil, oh ja. Na und also dann sattsam nach einer Stunde immer noch richtig viel Bock habt, findet sich wenigstens in einem dieser bekackten Meeresbücher unter dem Feld Anmerkungen, denn es ist offenbar ein scheiß Schulbuch. Was komisch ist. Forum, Spoiler, Datenchip 2 könnt ihr ignorieren, weil ihr schon weiß, und für Diddy war da. Für Diddy da. Diddy da. Das ist aber gut, aber die. Und ja, das sind keine kyrillischen Buchstaben. Das ist quasi 1:1. Kann ich nicht lesen. Das stimmt. Aber gib das bei. Ich lade das bei in der Matrix hoch und lass das übersetzen. Schrägstrich. Kannst du nicht. Ernsthaft jetzt, Spielleiter? Hallo? Ja, ich hab's auch gerade erkannt, aber das können wir ja nicht wissen. Ich kann den Text ja nicht mal lesen. Und das stimmt nämlich. Ich musste nicht kreativ sein und die musste auch nicht kreativ sein, weil das kein Russe eigentlich sofort erkennen sollte. Dass ihr das erkennt, ist mir doch erstmal Wurst. Jojo gibt den Text einfach mal ein in der Matrix und sucht mal. Na dann zeig ich mal her. Das ist nicht ganz beschissen.
Ja, ich meine, du findest ein paar halbgare Übersetzungen, aber das kommt daher, dass heute auch nur halbgare Übersetzungen existieren. Ich möchte wissen, wie das Ding heißt. Das weißt du ja wohl. Und das wirst du da auch finden. Gut. Obwohl das Neuhochdeutsch scheiße, du findest gute Übersetzungen. Also. Was zum Teufel soll dieser Text bedeuten? Keine Ahnung. Jojo sucht noch. Achso. Naja, die halbgaren Übersetzung, du wirst ja wohl übersetzen können. Was? Ja, sie versucht es mal euch zu übersetzen. Na hier, dann tu mal. Also, in alten Geschichten wurde viel erzählt von krassen Dudes, die richtig hart sich ihren Street Ruf geirnt haben, Alter, und die hatten aber richtig schweres Leiden, denn Arrebet ist nicht Arbeit, sondern Leiden. Die wussten damals noch, wie es geht. Aber auch von richtig geilen Zeiten und ja, aber haben auch dann ganz schön wieder geheult, weil sie echte Muschis waren und da waren richtig krasse Dudes, wie gesagt, und die haben aber auch um die Bitches gekämpft und von denen erzähle ich euch jetzt mal. Und da war in Burgunden so eine richtig geile Muschi, Alter, ich sag dir doch shit. Und überall hat man gesagt, die ist so schäne, da willst du nur drauf, Junge. Und Krimhild hieß die. Und ich sag dir, eine wie keine. Das ist ungefähr die Übersetzung so, das, ne? So, wow. Dann können wir uns jetzt entscheiden, ob wir das, ob das Passwort jetzt Krimhild ist, was ich fast vermuten würde, weil es ja da drin ist, ob es Nibelungen ist oder das Nibelungenlied ist. Diese oder Nibelungensaga. Ja. Aber ich... Mit den drei Erfolgen weißt du, dass das Nibelungenlied auf jeden Fall die korrektere Version wäre. Ja. Trotzdem gibt's dann noch Krimhild oder Nibelungenlied. Fraglich ist nur, ob die Alte das überhaupt wusste oder ob sie das hatte, um sich daran zu erinnern. Was ich aber nicht glaube, sondern ich schätze mal, dass es tatsächlich Krimhild sein wird. Wie kommst du darauf, dass es Krimhild sein wird? Na. Also. Weil da steht, dass sie irgendwie, dass es heißt, bla geheißen und so. Und deswegen dachte ich vielleicht, vielleicht war das auch ihr, keine Ahnung, Spitzname irgendwo oder so. Glaube ich zwar nicht, aber also entweder das oder das, es ist eine 50-50-Chance. Aber da steht es halt und ich vermute fast, dass die auf dem Terminal die Möglichkeit haben, die Buchstaben zu, also hier das andere Alphabet zu nehmen. Vielleicht, keine Ahnung. Du kannst auf jede vorhandene Schriftsprache umwechseln, ja. Wir müssen uns quasi nur entscheiden, ob wir jetzt Nibelungenlied oder Krimhild wollen oder nehmen. Das ist quasi eine 50-50-Chance, das ist nicht gut. Das stimmt. Ist die denn von sich so sehr überzeugt, dass die meint, die wäre die Schönste und hast nicht gesehen? Ging aus ihrem sozialen Netzwerk-Shit, den er gesehen hat, nicht hervor. Also, ging nicht hervor, sondern die hatte schon ein realistisches Selbstbild. Die fand sich nicht hässlich, aber die weiß auch, dass er nicht der Hotteste ist. Die Nibelungen hatten irgend so einen komischen Schatz, richtig? Das stimmt. Siehst du, der Schatz ist das Ding, dann wäre vielleicht die Nibelungen, das Nibelungenlied vielleicht höher. Passender, oder? Weil das ist so, ein Passwort-Hint sollte ja nicht das Passwort enthalten. Denke ich. Sonst könnte man ja einfach das auslesen. Das wäre ja doof. Ja, das wäre irgendwie schon dämlich, wenn man es auslesen könnte. Könnte es ja auch in Russe lösen. Offensichtlich. Ja. Nicht, nur zu 50%. Natürlich auch, ist die Frau belesen? Na, zumindest themenspezifisch, also wenn die den Kram auf den Datenchip sich zumindest mal durchgeguckt hat, dann ja. Es ist fraglich, ob die das überhaupt lesen konnte. Das hier speziell? Mhm. Also ich sag mal, ihr wisst nicht von Kenntnissen in der Richtung. Aber stellt euch mal vor, die kennt diese Scheiß-Saga oder das komplette Lied, dann kennt die auch die anderen Personen da drin.
Dann wird das noch komplizierter. Glaube ich nicht. Irgendjemand den Schatz beschützt? Der, wie hieß der Typ noch, der ich den glaube, versteckt hat? Ich glaube, das ist viel zu viel, das ist viel zu weit, das werden die meisten überhaupt nicht wissen, darum geht's glaube ich nicht. Es ist entweder tatsächlich einfach nur der Titel des Liedes, das was am Text steht, oder noch viel einfacher. Und wir sind, denken nur gerade wieder viel zu kompliziert und dichten den Leuten wieder viel zu viel Bildung an. Das passiert öfter mal, aber das ist nicht so schlimm. Tja, Glückstreffer, würde ich sagen. Wer von euch hat denn eigentlich irgendwas in Richtung klassischer Bildung? Was ist das für eine Scheißfrage? Jojo. Du hast keine Wissensfertigkeiten in der Richtung, das ist klar. Also mach's mal. Logik und Logik minus 2. Na, Jodi. Vielleicht möchtest du das etchen. Brauchst du nicht. Oder du wirst gleich feststellen, ob du das musst. Wenn das ein Lied ist, ne? Dann könnte man annehmen, dass es in Strophen unterteilt ist. Wenn das in Strophen unterteilt ist, könnte man annehmen, dass sie in etwa den gleichen Umfang haben. Ja, und? Ja, nüscht die an, beiden, ich sagte nur, deine klassische Bildung ist einfach ist auch schon die lang beiden her. Strophen sind aber unterschiedlich lang. Also? Nee, sind sie nicht. Die haben die gleiche Anzahl an Wörtern. Ja, aber Strophen werden nach Versen gemessen, nicht nach Wörtern, Alter. Das stimmt, aber Jojo weiß garantiert nichts mehr über Jamben oder Trahän. Braucht's ja auch nicht. Die muss nur wissen, dass Strophen meistens die gleiche Anzahl an Zeilen haben. Vor allem solche alten Scheiße. Und also das sind ja Verse dann im Wesentlichen. Vielleicht hat sie nur einen Teil da irgendwie, vielleicht fehlt da was. Und es ist auch durchaus üblich, dass Strophen nicht zwingendermaßen die gleiche Anzahl an Zeilen haben. Das kann auch mal variieren, je nachdem, welches Versmaß man sich dann nimmt und welches Reimschema man sich dann nimmt. Das kann auch, das kann variieren. In der klassischen Dings? Da weiß ich es nicht so genau. Da eher auch nicht so. Möglich. Dann hat sie da was weggelassen. Ich suche mal nach der letzten fehlenden Zeile. Die wird sie auch nicht kennen. Die zum Beispiel. Danke, Daddy. Gern geschehen. Aber dann kann ich nie übersetzen. Jeder hat sie gelobt, weil sie so krass war, im Wesentlichen. Dann ist das entweder das Passwort oder die Anzahl an Buchstaben in den Wörtern sind ein Zahlencode. Ja, keine Ahnung. Ich gehe mir noch einen Kaffee holen. Will noch jemand was? Nee, ich habe, glaube ich, im Moment so genug. Was? Man kann nie genug haben. Bring dir trotzdem schon mal diesen, was mit. Schon mal diesen Energy Drink von ThyssenKrupp getrunken? Danach einen Kaffee? Ich kann dir auch einen Kakao mitbringen. Ohne das Koffein. Gut. Hast du gerade ThyssenKrupp gesagt? Gab's im Markt. Das heißt Zedderkrupp. Thyssen ist schon sehr, sehr lange kaputt. Jojo kommt wenige Minuten wieder und hat eine Marshmallow-Tüte in der Hand und schmeißt Xu auch irgendwie ein paar Marshmallows in den Kakao. Moment. In der Tüte, da gehe ich also davon aus, die wurden nicht selbst gepresst? Nee, sie hat sie nur abgefüllt. Na dann hätte ich aber gern mal noch erfahren, komm schon, Muster. Das Muster? Meerestiere. Das wäre schon ein merkwürdiger Zufall. Das stimmt. Superhelden. Den kann ich noch durchgehen lassen, die hast du schon ein paar Mal. Was, Superhelden-Marshmallows hatte ich noch nie. Dann habe ich mich geirrt. Ja, Tiere auf dem Bauernhof und all so ein Blödsinn hatte ich immer. Und ich sehe es kommen, es kommen Kommentare von vor 2 Jahren irgendwo gleich mal. Deli, du hast ein bisschen falsche Vorstellungen. Solche Leute sind zum Glück nicht bei uns.
Ich fände das auch sehr merkwürdig, wenn Leute von vor 2 Jahren noch was wüssten. Weißt du noch was von vor 2 Jahren? Da warst du nämlich... Also ich weiß nicht mal, wie ich heiße. Merkst du was? So, sind wir jetzt schon weitergekommen? Nein, sind wir vermutlich nicht. Ne? Also entweder ist das der Code oder die Zahlen der Buchstaben könnte genauso gut sein. Das für mich, ja. sind das böhmische Dörfer. Oder in diesem Fall wären es dann trotzdem, aber... Ja, das ist cool, wir sind immer noch nicht weiter. Muhaha. Da unbemusende Gene will, wäre diese den Lip. Was zum Teufel soll das heißen? Warte, Übersetzer, übersetzt besser und schneller und weiter und höher und tiefer und weiter links und weiter rechts und weiter schräg links und schräg rechts und schräg nach hinten. Mir fällt nichts mehr ein. Wie Im gesagt, Kreis. Jeder hat gesagt, die ist die beste im Wesentlichen. Das hilft uns nicht weiter. Ich weiß. Toll, jeder sagt, sie ist die beste. Google erkennt nur Deutsch und Holländisch als mögliche Sprachen. Das kommt daher, weil Holländisch ein deutscher Dialekt ist. Niederländisch. Gibt es vielleicht irgendwelche Richtlinien von der Bank, wie lang das Passwort sein muss oder Es gibt Sicherheitshinweise, ja. Sie empfehlen viele Sonderzeichen und sie empfehlen eher längere Passwörter und sie helfen dir gern was auszusuchen und sie sagen, am besten nicht bloß 4 Zahlen, weil komm schon, Alter. Es wären ja mehr als 4 Zahlen, aber. Also du kannst nehmen, was du willst, aber sie empfehlen halt nicht nur Zahlen zum Beispiel, am besten viele Sonderzeichen und umso länger, umso geiler. Ah ja, und Leerzeichen gibt's allerdings natürlich nicht. Okay. So, und Sonderzeichen sind natürlich das normale Alphabet für die Russen. Das stimmt. Das stimmt. Das heißt, wir nehmen einfach die Zeile so, wie sie ist und tippen sie da ein. Wenn es das nicht ist, haben wir halt Pech gehabt, dann müssen wir halt mal... Ich habe noch nie eine Bank überfallen. Wer mal's neu. Es wird mal Zeit. Allerdings würde das vermutlich böse enden mit Geiselnahmen und Schützen und Massenmord. Ich sagte böse enden. Massenmord und uns. Vielleicht ein brennendes Gebäude. Ich würde sagen, wir gehen einfach drauf, wenn wir das machen. Ich sagte böse enden. Gut, machen wir uns auf den Weg. Marshmallow, sie hält euch die Tüte hin. Gerne, danke. Nee, passt schon. Gut. Moment, hast du gerade abgelehnt? Hallo. Wieso hast du abgelehnt? Alles ist süß in meinem Mund. Das ist ja auch richtig Ziel der Sache. Genau. Da schmeckst du nämlich die ganze Koffein, der da mit drin ist, nicht? Ja, ich will jetzt... Koffein drin. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Zuckerschock bekommen. Es kann nie einen Zuckerschock geben. Es gibt nur wundervolle Rauschzustände. Sagt sie, während sie sich einen Marshmallow in den Mund stopft, darauf rumkaut und euch angrinst. Gut. Wäre ein bisschen auffällig, wenn wir da zu dritt reingehen, oder? Ja. Das heißt, da weiblicher Kunde und die einzige Frau mit Etikette. Ist egal, jeder mit dem speziellen Chip und dem Passwort kann sich das angucken. Der Vertrag jetzt ist zwar mit ihr geschlossen, aber... Zerstören hier nicht meine gute Argumentationskette? Meine ich. Du willst mich schon wieder vorschicken, das wusste ich, dass du das tun würdest. Damit ich die Bank allein überfalle. Tö. Pü. Ja. Da muss ich mich wohl mal umziehen gehen. Bis gleich. Wie gleich? Ich glaube, ich mache schon mal irgendwie, präpariere schon mal ein paar Masken, falls trotzdem irgendwas falsch laufen wird. Das ist eine gute Idee.
Ich komme nicht drüber hinweg über dieses blöde Ding. Keine Ahnung, was soll das? Ein gutes Gedicht sein. Naja. Juri, mach doch. Machen wir. Jojo kommt wenig später wieder. Sie trägt eine Jeans, dazu ein T-Shirt, nein, ein Blüschen und einen lockeren Blazer darüber. Ja, kriegt wahrscheinlich irgendwelche Zurufe von wegen von der Gang. Nee, gerade nicht. Die sind nicht in Stimmung. Oh. Wahnsinn. Na dann? Geht fröhlichen, federnden Schrittes auf euch zu. Gehen wir. Jo. Gerne. Ach, ihr wolltet mich erst noch hübsch machen. Hier, Maske, bla, Gedönse. Ja, genau. Nur ja, für den Fall. Hin. Okay. Latexmaske, ahoi. Wir machen ihr eine schöne Maske. Ja, wartet mal. Ihr müsstet euch jetzt vorher noch zwischen zwei Dingen entscheiden. Ihr habt ja von Stufe 1 bis Stufe 5 bei jedem eine Sinn einschließlich jeweils. Ihr könnt jetzt Folgendes tun. Ihr sagt, ich nehme so ungefähr 3er-Niveau und sage, Maske drauf. In der 3er ist nämlich nicht zwingend ein Bild verknüpft. Könnte natürlich sein, dass das automatische Banksinnerkennungssystem per Querverweise sucht, die es dann ja nicht hebt. Ärgerlich. Oder ihr sagt, hey, kein Ding, wir nehmen das Beste, was wir haben, richtig geiles hin, da müssen wir aber leider Joris Face so lassen, denn das ist damit reingeladen worden. Wie ist denn bei den, was ist denn das für eine Bank, in welcher Gegend, wie läuft das sonst ab? Weil normalerweise, selbst wenn ich irgendwo mal in eine Bank gehe, kann ich das ja auch in einem Unterschichtgebiet tun und dann ist da gar nicht so viel Hickhack. Jetzt pass mal auf, Schnuckelhase. In ja. Wie vielen Banken willst du mir denn erzählen, dass Jojo war, seitdem sie sich illegal und als Kind einer bösartigen Familie in Moskau befindet? Ach so. Die Bank befindet sich in der normalen Unterschicht, aber man kann davon ausgehen, dass die etwas bessere Sinnerkennungssysteme haben. Wie genau weiß man nicht. Keiner von euch ist in einer echten Bank. Ihr habt das immer über Leute wie Fedor und so ein Shit oder irgendwelche anderen Kriminellen geregelt. Ihr habt doch keine echten Kunden. Ich könnte mich bei Gandhi erkundigen. Der ist zwar nicht da, aber man kann ihn ja anrufen. Ja, ganz bestimmt wird der jetzt auf jeden Fall rangehen. Scheiße. Nie sind die da, wenn man die mal braucht. Du weißt schon, das Matrixnetz dort drüben im Urwald. Der hackt doch wieder Bäume. Ja, die pimmeln da rum. Die machen ein glückliches Familienpicknick im Wald. Die pimmeln einfach nur rum, die faulen Säcke. Das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Die füttern sich gegenseitig mit schokolattierten Erdbeeren. Ja. Und unser einziger Kämpfer auf der Straße. Und die Pussys. Tja, typisch. Und jetzt denkst du mal drüber nach, wer den besseren Job hat. Ja, gut, dafür haben wir aber die Kinder am Arsch. Das stimmt. Das ist nämlich auch nicht so toll. Siehste. In Anbetracht der Tatsache, dass wir es aber mit einer etwas ungünstigen Worry-Struktur zu tun haben, die aktuell gerade in der Stadt sind, wie ist denn die Vierer-Sin? Ist die auch mit Bild oder ohne Bild? Na, die wird auf jeden Fall schon mit Bild sein. Ich will nicht, dass da mein Bild drin ist und mein Gesicht so lassen, weil dann sehen wieder die falschen Leute, wer damit zu tun hat. Und dann stehen die vor meiner Tür und dann machen die mich kaputt. Again. And again. And again, and again, and again, and again, and again. Jetzt möchte ich irgendwie einen Löffel haben. Gib mir sofort einen Löffel. Hol mir einen Löffel. Sind da nicht Kakaotassen vor dir? Ich will nicht sagen, aber sehen nicht alle Asiaten gleich aus für euch? Stimmt, du gehst rein. Valides Argument. Das stimmt zwar nicht, aber das ist völlig egal. Du gehst rein. Sehr gut. Was du mir sagen? Schon wieder umziehen. Das ist das valideste aller Argumente. Hallo, er hat die Rassismuskarte gespielt. Das ist die beste. Ja, klar. Ja, richtig. Erstmal Rassismuskarte spielen. Sehr gut. Okay, was war jetzt nochmal das Passwort, das wir nehmen? Nur um das mal festzuhalten. Wir nehmen diese Zeile so, wie sie ist. Okay, das wird
sich gemerkt. Du könntest mir einfach eine, nein, du kannst es offen mitnehmen, du kannst es als Chip mitnehmen und du kannst mir zur Not eine Bildverbindung geben und dann sag ich dir, auf welchen Knopf du drücken musst. So Bildverbindung, musst du das. Also in diesem Keller, da könnt ihr euch Matrix aber schon mal abschminken, wisst ihr? Mit Punkt oder ohne Punkt? Da sollte eigentlich kein Punkt sein. Okay. So. Entschuldigung. Nee, das haben die auch in den Übersetzungen heute, da kann eigentlich kein Punkt sein. Also, du gibst einfach die Buchstaben direkt hintereinander so ein, wie du sie da siehst. Ich nehme mal an, Buchstaben erkennen wirst du können, selbst, also vergleichen wirst du können. Ja, das kriege ich schon hin. Sehr gut. So, dann. Kreativ brauchst du dabei nicht sein. Ich habe gehört, das sei nicht gerade eines... Oh Gott, ich muss damit aufhören. Was ist denn heute los? Warum hältst du mich nicht davon ab? Sagt sie in Richtung Karma. Weil ich eigentlich, also, es ist okay so, mach mal weiter. Nein! Das geht nicht. Ich sage schlimme Dinge. Ja, und? Böse Dinge. Borstel, das kannst du nicht zulassen. Ja gut, dann werde ich dich nächstes Mal hauen. Dann gehe ich mich mal umziehen. Mach das! Nein. Ich gehe mich auch wieder umziehen. Ich fahre mal kurz nach Hause. Verstehe, du willst dich Latexmasken und wenn jemand sagt, die sieht aber gar nicht aus wie auf dem Bild, sagst du, aha, aha. Rassismus hier! Okay, gut, da habe ich es richtig verstanden. Ja. Alles klar. Wir können dich einfach nur ein kleines bisschen verändern. Wir können dich ein bisschen umschminken. Was hältst du davon? Ja, das wäre eine Idee. Okay, dann machen wir das so. Dann darfst du dich. Warte, komm einfach mit. Du gehst irgendwann in dein Zimmer, wirst dort auf einen Stuhl gesetzt. Ja. Und wirst gedingst. Du wurdest gedingst. Dann können wir jetzt gehen. Dann hole ich mir daheim noch irgendwas Anständiges zum Anziehen. Und ich würde dann sagen, fahren wir zur Bank. Ja. Okay, den Chip. Oder den Schlüssel sozusagen bräuchte ich noch. Ja. Danke. Dann gehe ich rein. Ja, das ist ganz normal. Die Banken sind ja da deutlich kleiner als heute. Das heißt, du hast einen Schalter und noch zwei Privaträume oder drei oder so ein Shit. Das ist auch nicht übermäßig große Bank. Also habe ich noch keinen Banküberfall hier im Laufen? Nee. Okay, ist schon mal gut. Dann bewege ich mich Richtung Schalter. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich möchte an das Schließfach und ich zeige Ihnen den Chip. Dürfte ich kurz? Ja, natürlich. Sie nimmt den, liest den kurz ein. Sehr wohl. Dann wird sie quasi den wieder dir an die Hand drücken und dich in den Keller führen, Matrix weg. Okay. Dann wird sie quasi hinter sich erstmal die Tür schließen, dann wird sie dich zu dem entsprechenden Schließfach führen. So, ich denke, Sie kennen den Ablauf. Sie geben einfach Ihr Passwort ein, wenn ich weg bin und können sich dann dem Inhalt Ihres Schließfaches widmen. Sollten Sie fertig sein, drücken Sie einfach hier auf diesen Knopf auf dem Tisch und ich werde dann wieder kommen und die Tür öffnen. Jawohl. Dann wird sie dir nochmal freundlich zunecken und nach oben gehen und die Tür zurammeln. Okay. Dann schaue ich mich erstmal kurz in dem Raum um. Das ist einfach nur ein Raum mit Schließfächern und einer Kamera. Wow, die ist noch nicht einmal kaputt. Nee, die ist sogar ganz. Oha, Technik. Allerdings okay, dann hast du quasi am Tisch, kannst du hochfahren, so einen kleinen Sichtschutz, damit nicht jeder sieht, was du in deinem dreckigen Schließfach hast. Aber dass du quasi noch gesehen wirst, du wirst ja größer sein, das ist ja Sichtschutz. Falls du plötzlich einen Herzanfall hast oder so, oder ob die Bank rausrauben willst, das sieht man dann schon. Okay. Dann fange ich mal an, den Code einzugeben. Ah.
Also, die Sache ist ja jetzt die, dass das dann aufgeht. Okay. Puh, Glück gehabt. Darin befindet sich ein Reisepass mit einem anderen Namen als den, den ihr kennt, den ich jetzt nicht nochmal aussprechen will. Plus Flugtickets, die sind schon bezahlt und ausgestellt auf den Reisepassnamen. Aber da kann das Datum noch eingefügt werden. Das kann so eigentlich nicht stimmen, aber sind wir mal, also man kann ja einiges regeln. Dann ein Foto von irgendeinem Dude und ein Name drauf gekritzelt. Also es ist ein ausgedrucktes Foto, nämlich, das hätte ich vorher fragen sollen, Nord müsste es sein. Dann eine Latexmaske in hochwertigem Zustand. Die passt aber jetzt noch nicht zu dem Gesicht, was auf dem Reisepass ist. Das ist nämlich ihrs. Plus 10 Credsticks mit insgesamt 8K. Wird alles eingetütet. Sehr gut. Dann wird auf den Knopf, wenn man alles wirklich überprüft hat und geschaut hat und irgendwas noch irgendwie versteckt ist, ein bisschen mit doppeltem Boden oder so. Nee, die Schließfächer, die kannst du nicht gut manipulieren. Das passt so. Ja, man weiß ja nie. Dann drücke ich auf den Knopf. Ja, die kommt da wieder, macht die Tür auf. Sind sie fertig? Ja, natürlich. Gut, dann wird sie das Schließfach wieder nehmen, da reinprängeln und dich dann nach oben hier leiten. Ja, dann laufe ich wieder Richtung Ausgang, ganz entspannt. Aber dann bist du draußen. Und dann steige ich auch ins Auto. Und gebe den anderen den Rucksack und sag, und da war auf jeden Fall, ich glaube, nicht drin, was wir gesucht haben. Aber ich habe mal einfach alles mitgenommen. Okay, cool. Cool. Ich gebe Gas. Wir gucken uns an, was dort drin ist. Das, was ich gesagt habe. Kommt uns irgendwas bekannt vor? Zum Beispiel das Foto von dem Dude. Na, dem Daddy bestimmt. Mir anscheinend schon, ja. Ja, den kenne ich. Das ist, North. Was? Ein Bekannter von mir. Ach so. Sag das doch gleich. Dann sollten wir uns wohl mal mit deinem Bekannten unterhalten. Oder meinst du, er mag uns nicht? Schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Aber ich nehme an. Dann wird es Zeit für das Auffrischen einer alten Bekanntschaft. Nichts ist schöner, als alte Bekanntschaften aufzufrischen. Das stimmt. Ich gehe mal meine alten Kontakte durch. Da habe ich doch bestimmt noch seine Nummer. Ja, yep. Da geht er nach. Mit folgendem Inhalt. Moin moin, alter Haudegen. Bist du mal wieder in Moskau? Fragezeichen. Habe ich mich damals mit richtigen Namen bei ihm vorgestellt? Ja, wahrscheinlich nicht. Du hast ihn zwischendurch nochmal irgendwann kontaktiert und da schon doch. Ich habe ihn zwischendurch nochmal kontaktiert? Das ja, auf der Suche nach deinem epischen Söldnerkrieg, wo du am Ende die Milz verloren hast. Das war der dir die ganze Zeit von dem anderen Schmuggler, mit dem du eigentlich reden wolltest, abgeraten hat, weil er den Deal selbst machen wollte. Und der hat ihn die ganze Zeit schlecht geredet, deswegen. Das könnte so gewesen sein. Und dann hat Jojo dir sogar irgendwann, glaube ich, noch gesagt, dass du vielleicht gar nicht so sehr auf den hören solltest, selbst wenn du den kennst, weil du ihn eigentlich gar nicht so gut kennst. Auch das könnte so gewesen sein. Würde ich jetzt auch nicht meinen Penis für ins Feuer halten, muss ich sagen. Ja, das klappt aber schon ziemlich nach mir. Aber ich würde deinen Penis dafür ins Feuer halten. Ja, das hilft aber wenig. Du würdest meinen Penis völlig ohne Grund ins Feuer halten. Du würdest jedermanns Penis völlig ohne Grund ins Feuer halten. Aber ihr Schreien ist Musik in meinen Ohren. Ja, aber das tut doch weh. Das ist ja das, was sie so erfreut. Außerdem, dann kannst du den Schwanz ja nicht mehr für was anderes benutzen. Es gibt viele Schwänze dort draußen. Oh Gott. Oh Gott. Aber jetzt, wo sie recht hat, also jetzt mal. Also. Ja, aber wenn sie alle verbrennt,
tue ich ja nicht, nur ausgesuchte. Ich will nicht immer die gleiche Musik hören. Die, bei denen sie ja gerade so klein, scheint. So groß. Ja, ja. Da ist doch schon fast nichts mehr dran. Komm mal her, jetzt mit dem Bunsenbrenner. Guck mal, er ist schon ganz hot. Aber um darauf zurückzukommen, ey du alter Haudegen, bist mal wieder in Moskau. Liebe Grüße. Kavan. Ich habe mich, habe ich mich unter Kavan vorgestellt? Ich weiß es nicht mehr. Ich sage jetzt einfach auf jeden Fall, du hörst hier Schein. Sehr gut. Dann bist mal wieder in der Stadt und können wir sich eventuell treffen, Kavan. Quasi. Jodi, ist zur Kenntnis genommen. Gut, dann gucken wir weiter, was denn da alles drin ist. Im etwa das, was ich gesagt habe. Wohin gehen eigentlich die Flugtickets? Adel. Nach was? Adel. Nach Adel? Sagt mir das was? Ist ja Adiel. Um genau zu sein, die fliegt nämlich, ja klar, Rhein-Ruhr-Megaplex, Junge, Düsseldorf, warte mal, Düsseldorf, der Flughafen? Doch, der Flughafen war okay, Essen war scheiße, ja, okay. Düsseldorf. Solltest du irgendwann mal verreisen. Palmen, Strand, Meer. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in Europa gibt es, glaube ich, keine Palmen. Bzzz. Gönn mir doch mal meine Palmen. Wenigstens gönnst du mir meine Palmen, bitte. Ja, dann solltest du in den Süden fliegen. Die frische Meeresbrise. Und Cocktails am Strand. Ich google mal den Rhein-Ruhr-Megaplex. Überall Palmen. Okay. Aber halt nur Assi-Palmen. Ich zeige dir mal die Bilder von den Assi-Palmen. Das sind die einzigen Palmen, die du kriegen kannst. Im Rhein-Ruhr-Megaplex. Ich mach mir die Welt, bitte, wie sie mir gefällt. Ja, aber wenn du hier flüchtest, weil wegen Stress und dann hinten wieder Leute umbringst, dann... Was? Wieso bringst du? Was denkst du eigentlich von mir? Für was hältst du mich eigentlich? Du kleiner Dreck, ist es nur, weil ich Brüste habe? Ich glaube, das liegt daran, weil ich eine Frau bin, deswegen unterstellst du mir immer so schlimme Dinge. Natürlich. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, aber das ist einmal im Monat, ist das die Wahrheit? Ja, wenn du deine Tage hast, ist das die Wahrheit. Wenn du dann alles schlecht siehst. Soll ich dir ein Stück Schokolade kaufen? Geht es dir dann besser? Bitte, bestimmt. Halt mal eben an, Xu, bitte. Ich möchte echte Schokolade. Die kriegt man hier nicht. Sie steigt aus. Kommt wenig später zurück mit einem Schokoriegel. Gefüllt mit flüssigem Karamell. So einer, der so richtig schön klebt im Mund. Sehr gut. Dankeschön. Hast du jetzt einfach nur Kaban einen scheiß Schokoriegel mitgebracht? Nee, ich habe Xu auch einen mitgebracht. Aha. Danke. Oh, das klingt aber leidend. Der Energy Drink schlägt auf den Magen an. Er brennt wie Feuer. Das gute Drachenfeuer. Never deal with a dragon, my friend. Never deal with a dragon. Alles klar, ich verlasse jetzt die Runde, so ein scheiß Standardsatz wollte ich hier eigentlich nicht hören. Tschüss. Bye, bye. Ich warte noch auf den Sound, User left your channel. Den hast du ausgemacht, das kommt dir nur so vor, das ist auch nicht meine Stimme. Ich hab den nicht ausgemacht. Er war ganz kurz weg. Genau, das ist es nämlich. Geistig abwesend. Ja. So nämlich. Ja, geistig im Nacht sind wir doch alle. Jawohl. was war denn jetzt eigentlich der Plan? Haben wir überhaupt noch einen? Wir sind langsam sicher. Wir haben völlig gar keinen Plan. Der Plan ist jetzt erstmal, sie hat irgendwie Zeug von meiner Connection in ihrem ihrem Schließfach. Das heißt, er sorgt dafür, dass sie wegkommt, wenn sie wegkommen will. Da sie das nicht abgeholt hat
und untergetaucht oder untergetaucht ist, wissen wir nicht, ob sie untergetaucht ist oder tot ist. Naja, zumindest vor kurzem war ja wohl noch was von ihr zu hören. Kaban, dein Kommling krabbelt. Ich gehe mal davon aus, dass da North steht, richtig? Naja, ist eine unbekannte Nummer. Ui. Hallo. Wer ist denn da? Carbon. Ach so. Ich hab grad keine Zeit. Das war ärgerlich. Wann hast du denn wieder Zeit? Keine Ahnung, aber echt viele Leute, die Schlange ist lang, die haben alle keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Nee, ich wollte eigentlich nur quatschen. Okay, also lass mal kurz rekapitulieren. Ich habe keine Zeit. Ich wollte ja auch nur quatschen und deine Zeit noch sinnloser verbrauchen. Naja, ich wollte Informationen haben und sie dir bezahlen. Wie ein Infobroker. Und sie dir bezahlen. In diesem Fall schon, weil ich habe dein tolles Abbild in einem Kasten gefunden. Piep. Nicht so klug, merkst du, oder? Ach. Ärgerlich. Wow. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wir wollen einmal ehrlich zu ihm sein. Und jetzt? Und jetzt schreibe ich ihm eine Nachricht. Und sage mal. Schreiben, was bist du denn jetzt so? Ja, genau, was bist du jetzt so? Und was schreibst du ihm wirklich? Ja, das ist eine gute Frage. Was schreibe ich ihm denn jetzt wirklich? Ich würde ihm schreiben, keine Sorge, bin ich hinter dir her. Sinker Smiley. Weil das würde sowieso jeder schreiben, was der hinter ihm her wäre. Nur für eine romantische Nacht. Oh. Können uns wegen meiner auch über die Matrix unterhalten, wenn wir eine geklärte Leitung finden. Sehr geehrter Nutzer, leider konnte Ihre Nachricht nicht weitergeleitet werden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Überprüfen Sie noch einmal die genaue Rufnummer und ID. Der hat dich geblockt. Sie oder die Nummer gelöscht. Hm. Brennerei? Brennerei. Finden wir da Infos. Der du leider nicht. Wir zwitschern okay. Uns jetzt ein. Wenigstens hat viel Schokoriegel. Ich und mein Schokoriegel machen uns einen schönen Tag. Gut. Ich spendiere dir auch eine Nutte. Das Problem ist, das macht sie dann als Trost. Die Trostnutte. Möchtest du was Bestimmtes? Nee, brauche ich nicht. Nichts Bestimmtes oder willst du gar nicht? Nee, ich will gar nicht. Jetzt lenk nur ab. Du verpasst da was. Ich weiß, aber trotzdem. Vielleicht finde ich ja noch was raus. Na gut, wie du willst. Okay, dann auf, oben, weg, rund, eckig, Trapez. Jo. Feuerlöscher. Wir setzen ihn ab und dann gehen wir er zu dieser... Fährt. Er setzt euch ab. Ja, wir setzen ihn ab und klauen sein Auto. Stehst du wieder an der Straßenkreuzung. Junge, Junge. Aber wenigstens hast du noch diesen Schokoriegel. Irgendwann kommen wir mit deinem Auto einfach nicht wieder. Mit einer cremigen Karamellfüllung. Aber ich werde nicht mehr da sein. Hey, lass mal das Riggers Auto klauen. Das hat doch immer gut funktioniert, oder? Das ist ein super Plan. Der hat bestimmt keine Hintertürchen in seinem der eigenen Ort. Der hat vielleicht 48.000 kleine Fehlerchen, der hätte von mir kommen können. Bald das Auto sich... Gründe, dieses Auto zu klauen, das wird ja wohl schwerer wiegen. Sobald das Auto sich nicht mehr bewegt, ungefähr 5 Minuten nachdem es stehen geblieben ist, fährt es wieder zurück. Du überlässt ihn echt dein Auto? Was muss, das muss. Das läuft, das ist so super. Nicht schlecht. Wir würden quasi einmal umsteigen und mit dem Taxi dann ein bisschen was fahren und dann den Rest laufen.
Und ihm sein Auto zurückfahren lassen, meinst du? Ja, ja. Nee, er hat das schon gesagt. Sobald das Auto stehen bleibt, hat ihr gar keine Wahl mehr. Er fährt einfach weg. Auch wenn sie mit drin sitzen noch. Jojo brüllt im Auto hinterher, als sie dann irgendwann rausgekommen ist. Scheißwein! Ja. Auf der gegenüberliegenden Seite brüllt jemand Schweinesystem! In dieser Art von Gegend sind wir also. Nee, ich glaube einfach so ein Altpunk, keine Ahnung. Ich werde dann auf jeden Fall nach Hause fahren danach, weil ich ja nicht weiß, wie lange die da drin brauchen. Ja. Und mein Sessel und die haben ja zum Glück vermutlich dieses Bild noch da gelassen. Und dann suche ich erstmal nach dem Typen. Okay, dann machen wir Computer Intition. Ja. Na gut, das dauert eine erste Weile. Ich mach erstmal schnell mit den anderen beiden weiter. Ihr beiden. Kommt am Klüb an. Am Klüb Merde. Jetzt ist da nur folgendes Hindernis. Ein Polizist und so Tatort-Absperrband um Klub. Er sieht... Also... Er hat echt ziemlich rot geplatzte Augenkapillar-Shit und kaut beständig auf seinem Kiefer rum. Er malt seine eigenen Zähne. Er scheint schon ziemlich weit zu sein. Er ist high. Entweder das oder er ist erst kürzlich runtergekommen, da kaust du auch noch ein Weilchen nach, wenn du Pech hast. Yep. Wenn's so gut schmeckt. Ist das überhaupt ein echter Polizist? Sieht erstmal echt aus. Kannst du dir mal fragen, bist du ein Undercover-Dieb? Entschuldigung? Yep. Ist jetzt hier geschlossen oder was ist jetzt hier los? Mm. Ich war hier verabredet. Nee. Das kann nicht sein, da hast du dich vertan. Hä? Aber hier steht doch, dass der Club offen hat. Dann ist die Machtpräsenz einfach nicht abgedatet, Mann. Was ist denn hier passiert? Kann nicht drüber reden, so. Hä? Kann nicht drüber reden. Alles klar. Jojo geht wieder. Schreib mal Zwiebel und dem Ricola-Boy Nachricht, was denn in der Brennerei jetzt gerade los ist. Warum wird denn da abgesperrt? Na, Jodi. Antwort, halt dich fern, schmeiß das Brennerei-Comlink weg. Jojo dreht sich um, nimmt Kaban am Ärmel, holt das Brennerei-Comlink raus, transferiert die Daten, die sie gegebenenfalls noch braucht und schmeißt das Comlink, macht es unschädlich. Du wirfst es auf die Straße vor einen fahrenden Müllabfuhrwagen. Sehr gut. Ich mach dasselbe, nur in cooler. Er hat nämlich Wurfwaffen. Genau. Wie heißt, er macht Curling, verstehst du? Richtig edel. Diddy, der wurde gesehen in mehreren IKEA-ähnlichen Möbelgeschäften, TM. Sehr häufig. Eins wäre spezifische irgendwo in Sokol. Ansonsten findest du nicht ganz so viel. Aber da war er bestimmt im letzten halben Jahr, keine Ahnung. Okay, Mal. Dann würde ich mich als nächstes dann an den anderen Passport daran machen. Mal gucken, wer die Frau wirklich ist. Na, eure Zielperson. Naja, vielleicht finden wir es über einen echten Namen wieder. Ach so, über die hattet ihr ja schon geguckt, also da wird es nicht viel mehr sein, was ihr noch sagt. Das wäre irgendwie andere Name vielleicht angegeben auf den dem Ausweis. Ja, auf dem Ausweis ist ein anderer Name angegeben, aber da findest du ganz definitiv nichts. Okay. Na, taucht nirgendwo auf. Okay. Also beziehungsweise, ja, du findest was, aber das ist eine andere. Definitiv, die ist 12. Okay. Ach so, Zusatzinfo.
aus einem Möbelgeschäft könnte er vielleicht rausgeflogen sein und könnte Hausverbot erworben haben. Okay. So langsam aber sicher bin ich mit meinem Latein echt am Ende. Es wird langsam aber sicher am Büßerjob. Yep. Zurückfahren? Ja, muss wohl, ne? Wenn wir hier nichts finden, das finde ich gerade nicht so gut. Okay, dann fahren wir zurück. Ach Leute, ihr lebt in einer schweren Zeit. Ihr wisst nichts außer von Möbelgeschäften. Ihr wolltet zu der Brennerei, die gibt's einfach nicht mehr. Und irgendwelche Spinner in der Matrix verbreiten auch noch, dass ihr ruhig des Florina-Todes jetzt dann alle ausrasten und die Deckung fallen lassen und dann kommt ihr rechter Haken. Oh. Oder ihr linker. Hä? Irgendwelche Lappen verbreiten, dass sie ruhig keine ernsthaften konzerngesteuerten News-Sendungen haben, das irgendwie bestätigt oder dementiert. Es sind irgendwelche Lappen. Finde ich darüber irgendwas raus? Nee, ist noch ziemlich frisch. Also so ein paar Piratensender sind aufgesprungen, aber das sagt erstmal nicht viel. Weil ich meine, wenn du die Nachricht halb gar aufbrühst, dann guckt das jeder und bezahlt gerne, so wie ihr. Ich will halt mal meinen Wissensskill einsetzen. Fake News. Verschwörungstheorien. Verschwörung? Alter, wenn du diese Wissensfertigkeit hast, dann zeig ich mal her. Hab ich sogar. Das wäre auf Intuition, oder? Ja, ist das nicht alles gleich hoch bei dir? Man weiß ja nie. Irgendwas, was hier logisch erscheint, außer Charisma und Willenskraft. Und körperliche Attribute. Und Edge. Und Inni. Also Lücke oder Intuition. Ja. Ich habe keine Ahnung. Doch. Mit Nullerfolgen hast du... Also Verschwörungstheorien hat man halt, das ist das Problem. Immer eine Ahnung. Das Offensichtliche ist natürlich, dass sie diese Nachricht in die Welt gesetzt hat, damit, wie gesagt, alle ihre Deckung fallen lassen. Aber es könnte noch ganz anders sein. Zum Beispiel könnte Jego sie vernichtet haben, aber will das jetzt noch unter der Decke halten, deswegen... bringt das noch kein richtiger Nachrichtensender, damit er in einem gezielten Schlag die komplette Macht an sich reißen kann. Und zwar komplettamente. Oder ihr lang verschollenes Kind, von dem man ja munkelt hat, dass das schon ein ziemliches Ding wäre, noch schlimmer als sie, ist zurückgekommen und hat sie selbst gerichtet, um jetzt ihren Verein zu übernehmen in letzter Sekunde, um dann ganz Moskau ins ewige Chaos zu stürzen. So, dieser Pigeon-Shame da. Oder eine Stampede aus grünen Einhörnern wird Moskau überrennen. Das ist albern, er hatte nur Erfolge, er hatte keinen Patzer. Aber grüne Einhörner. Die Unicorn Invasion fand in Dundee statt, nicht hier. Aber Moskau wäre so ein schöner Ort dafür. Ne. Okay. Da müsste deine verschollene Tochter kommen und dann passt das vielleicht. Nichts gönnst du mir. So, jetzt so war's gut. Also, und ihr fahrt zurück, ihr beiden, klar. Na gut, und jetzt? Wir können Tierfilme gucken, ich sollte jetzt mal langsam aufhören mit dem Quatsch, langsam gehe ich mir selbst auf den Keks. Aber es funktioniert immerhin noch. Sehr schön. Das sagt sie wirklich, während sie aussteigt. Okay. Das fröhliche Blitzen ist aus ihrem Gesicht verschwunden und sie sieht aus wie vorher. Während sie hineingeht. Gut. Was zum Teufel ist los mit dir? Sie dreht sich um. Nichts, was soll los sein? Das ist seltsam, wenn du sowas machst. Ich wollte nur wissen, ob es den gewünschten Effekt hat. Ja, hat es. Hebe ich mir für später nochmal auf. Da kann ich es bestimmt nochmal brauchen. Der gewünschte Effekt war? Ich bin klein und niedlich und alle freuen sich, wenn sie mich angucken. Und wenn ich sie anstrahle. Okay. Ja, ich habe mich wirklich darüber gefreut, dass du wieder so warst wie früher, aber... YouTube. Dann machen wir mal weiter. Also irgendwie ist das alles seltsam hier.
kriegt noch eine Nachricht von Proto. A-Punkt tot. Barkeeper tot. Brennerei im Arsch. Fuck. Super. Aber da könnte noch, da warte mal, der zweite Teil. Sie hat wohl J-Punkt verarscht. Sehr gut. Der scheint ja bester Laune zu sein und wir haben keine Ahnung, wo wir das finden sollen, was er sucht. Das ist super. Das heißt, er wird vermutlich innerhalb der nächsten paar Tage, je nachdem, wie lange das Ganze noch dauert, hier auf der Matte stehen. Mit den letzten Leuten, die er noch hat. Und mit diesen erbaulichen Worten beenden wir diese Folge. Dum, dum, dum. Okay, mit diesen erbaulichen Worten. Das hat mir gefallen. Mir ist es ja erst eine Folge später oder dann die Woche drauf aufgefallen. Kaban und Jojo denken immer, wir haben jetzt schon wieder das Auto von Xu ausgeliehen, Mann, sind wir geil, jetzt haben wir so ein, ne, bla, wir klauen das, hihi. Witzig, aber was ja in Wirklichkeit passiert ist, sie steigen in das Auto eines Riggers und fahren damit durch die Gegend. Da müssen sie ihm aber schon wirklich gut vertrauen. Meinen ja nur. Ich würde das ja nicht machen an eurer Stelle. Konzept Brennerei ist ja nicht so gut aufgegangen, ne? Also, so halb. Es ist nicht das, was ich wollte. Und deswegen habe ich das natürlich kaputt gemacht, so wie ich das immer mache. Und ich werde das... Es hat sich jetzt ergeben, dass das in anderer Form... mit Teilaspekten wiederkommt, aber das dauert noch ein bisschen. Genau. So, aber jetzt bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Schokoeier.